das Tiroler Bergschaf zeigt uns also hier seine enorme Leistungsbereitschaft. Wir haben mit mindestens 1,5 Ablammungen im Jahr mit ca. 2 produzierten Lämmern zu rechnen. Ist also eine ideale Rasse, um sehr wirtschaftlich Lammfleisch zu produzieren. Um das Fleisch der Lämmer zu verbessern, können zum anderen verstärkt bessere Futtermittel verwendet werden. Oder man setzt wie hier Kreuzungslämmer ein und versucht den Heterosis-Effekt zu nutzen, durch den Einsatz von BAS-Mitteln die Fleischigkeit des Tiroler Bergschafes noch zu verbessern. Hier sieht man also das ideale Zusammenspiel zwischen der Fruchtbarkeit und der Milchreichtum des Tiroler Bergschafes und der Bemuskelung des